Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge sind wir hier im Siegelhain angekommen und haben da unten, was auch immer das da ist, in den Boden gehauen. Und dadurch hat sich hier das Tor geöffnet, hinter dem wir die Präsenz von Zelda gespürt haben. Also ganz schnell durchs Tor durch. In der Hoffnung, dort eine Spur zu finden. Der Tempel des Siegels. So, hier links haben wir auf jeden Fall eine Vogelstatue. Die wir... ich meine, wir müssen die aktivieren, um uns später dahin teleportieren zu können. Wir können uns nämlich später jedes Mal, wenn wir uns aus dem Wolkenmeer in ein Gebiet fallen lassen, können wir uns... können wir aussuchen, zu welcher Vogelstatue wir uns teleportieren wollen. Die Stühle da... Upsa, nein, ich will nicht die Vogelstatue. Ich will Dinge erklären. Spiel, lass mich. Die Stühle da, auf die können wir uns draufsetzen. Während wir darauf sitzen, regenerieren wir langsam Leben. Hä? Bringt uns gerade nichts, weil unsere Leben voll sind. Aber generell später kann das ganz cool sein. So, und wen haben wir denn hier? Sieh an, der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Wie heißt du? Link? Gut, Link also. Du beherrschst den Himmelsstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwertes gen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin fürwahr würdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet, den Wegbereiter des Schicksals. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorherbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem vom Licht umhüllt in diesem Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beiden Bestimmungen beeinflussen. Link, machst du dir Sorgen um sie? Dann müssen wir jetzt handeln. Groß ist es durch beiden vorher bestimmt und... Oh. Gott, geht die Stimme auf den Hals. Ich hätte ihr eine andere Stimme geben sollen. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Firone. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte. Da ist der Wald von Firone. Ich habe dir auf der Karte den Weg markiert. Aber es ist gefährlich bei all den Monstern in der mit der Nase in der Karte. Ich weiß nicht, was ich da gerade gelesen habe. Aber es ist gefährlich, bei all den Monstern mit der Nase in der Karte herumzulaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst. Also zeige auf X und drücke C, um ein Signallicht zu drücken. Setzen. Das ist wahnsinnig praktisch. So, zack, Signallicht. Du kannst es von hier zwar nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet dir nur den Weg. Wenn du das Signal nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte darauf und drücke erneut C, um es zu entfernen. Jetzt musst du dich nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen. Geh nun in den Wald von Firon und finde die heilige Maid. Finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesem Raum an dich. Er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Schwingeling. Schwingeling und sie bimmelt mit ihrem Haar. Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Link. So, Schatzkiste. Richtig. Die war... Hier ist noch ein Hocker. Da haben wir eine Fee. Habe ich... Moment, das war... Nee. Nice. Du hast eine Fee gefunden. Diese gütigen Wesen füllen 6 deiner Herzen auf.
Ach so, ich wollte das eigentlich... Ich dachte, ich hätte sie in meine Flasche gefüllt. Ha, das ist jetzt doof gelaufen. Wo war denn die Schatzkiste? Bin ich blöd? Da ist die Schatzkiste. Und wir finden einen Wundertrank. Dieser mysteriöse Trank stellt deine Schildanzeige komplett wieder her und füllt 4 Herzen auf. Außerdem haben wir nicht nur den gefunden, sondern wir haben auch eine Flasche gefunden, in der er drin war. Das heißt, wir haben jetzt eine weitere Flasche und wer Zelda kennt, weiß, Flaschen sind gut. Da ist, du bist voll die Flasche, keine Beleidigung, sondern ein Kompliment. Hier in Hyrule. Und da seht ihr schon das Signallicht, das wir gesetzt haben. Es kommt einem jetzt im ersten Moment nicht so nützlich vor. Allerdings müsst ihr bedenken, wir können die Signallichter auch im Wolkenmeer benutzen. Oh, ein blauer. Geil, geil, geil. Was schreit denn da so rum? Da wird ein Gorone angegriffen. Ihr fiesen Biester, lasst mich in Ruhe. Keine Sorge, Link schreitet zur Rettung. So, die haben... Bockblins hier. Nein, nicht den Goronen anvisieren. Den Bockblin anvisieren. Die können unsere... Ihr seht's ja gerade selbst. Unsere Angriffe mit ihrem Beildings da abblocken. Was gar nicht so cool ist, wenn man wie ich nichts trifft. Danke für deine Hilfe. Aber prinzipiell nichts sonderlich Schweres. Wo kommen die roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald, jedoch nicht rumgetrieben. Und so einen wie dich sehe ich heute schon zum zweiten Mal. Was ist das nur für ein Tag? Naja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir was Interessantes. Ich studiere hier in diesem Wald die Geschichte des Altertums. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Marugo, ein Gorone. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die Insel der Göttin. Diese alten Statuen dienten angeblich einst dazu, zu dieser Insel der Göttin in den Himmel aufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Wenn du eine davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, um dir die Statuen als Anhaltspunkte dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hier hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Vielleicht gab es hier mal einen König und der König, der stand voll auf Vögel und hat deswegen überall Vogelstatuen aufgestellt. Langweilig dich mit meinen Erzählungen oder willst du mehr hören? Komm, erzähl mir mehr. Oho, kennst du auch die alte Legende? Ich kann dir von ihnen berichten. Man sagt, die Bewohner der Insel der Göttin flögen auf Vögeln durch die Lüfte. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ein friedliches Inselreich, dessen Bewohner der Göttin treu ergeben sind. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, dass uns diese Kultur um einige Felslängen voraus ist. Aber halt, das ist noch nicht alles. Das wirklich Interessante kommt erst noch. Da die Göttin selbst diese Insel geschaffen hat, ist sie voller Dinge, die uns hier unten wie Wunder erscheinen mögen. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold. Heiliges Wasser fließt aus nie versiegenden Quellen und wer es trinkt, wird ewig lesen, heißt es. Okay, jetzt übertreibst du ein bisschen. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten und die Kürbisse auf den Feldern werden nie schlecht. Unzählige Blumenarten sollen dort Nee, ich will dich nicht enttäuschen, aber es ist dort weder heiß noch kalt, sondern man lebt in einem ewigen Frühling. Dies ist die Insel der Göttin. Was meinst du, ist das nicht steinhart? Willst du noch mehr hören? Was meinst du? Ich würde sagen, komm, erzähl mir mehr. Erzähl mir einfach. Ach so, dann hatte ich auch das Inselfieber gepackt, was? Na, ich will wissen, was ihr euch hier unten noch für ein Bullshit über unsere Heimatinsel erzählt. Ich würde dir gerne noch mehr erzählen, aber dafür muss ich noch weitere Nachforschungen anstellen beim nächsten Mal, ja? So, und damit haben wir... Oh, diese Vogelstatue aktiviert. Was hast du da getan? Das ist ja unglaublich. Die Statue hat geleuchtet, als du dich ihr genähert hast. Und dann hat sie Bling gemacht und einen komischen Soundeffekt. Und jetzt ist das Moos weg. Du bist wirklich einmalig. Okay, damit haben wir dich jetzt aktiviert. Du müsstest aktiviert sein. Jetzt können wir ins Wolkenmeer reisen.
an jeder dieser Vogelstatuen wollen wir aber logischerweise erstmal nicht. Wir wollen zuerst hier hochklettern. Hüpf, hüpf, hüpf. Hier können wir, wenn ich gerade eben die richtige Liane genommen habe, ja, eine Abkürzung basteln. Ich würde ganz gerne... Ah, jetzt seid ihr wieder da, ne? Naja, gut. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob die jetzt auch schon aktiviert ist. Nein, die müssen wir auch noch aktivieren. Siegelhain. Oder war die schon aktiviert? Naja, wie auch immer. Jetzt ist sie auf jeden Fall aktiviert. Und wir müssen nicht mehr jedes Mal durch den Tempel gehen. Ansonsten bringt das eigentlich gar nichts. Aber ich glaube, dadurch, dass der Tempel halt zwei Loading Zones hat und hier ist halt... Wir überspringen quasi eine Loading Zone. Es geht schon ein gutes Stück schneller. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Hier haben wir nochmal dasselbe Spiel. Einfach das Ding hier vorschieben. Ach, warum bekomme ich jetzt den Sound für ein gelöstes Rätsel und bei dem Baumstamm gerade eben nicht? So, damit können wir jetzt das... Moment. Das Ding wieder deaktivieren, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir gehen ins nächste Gebiet. Gebieter, wir sind im Wald von Firone angekommen. Der Wald von Firone. Oder von Firone, nein. Um diesen riesigen Baum herum gedeiht ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen haben wir hier zu Hause gefunden. Und der Soundtrack ist grandios. So, wir bekommen ein komplettes neues Gebiet hier freigeschaltet. Den Wald von Firone. Und da sind wir. Ich fühle, dass auch Zelda sich irgendwo hier aufhält. Ich schlage vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Das können wir natürlich gern... Ah. Piepst du jetzt so lange rum, bis ich die Aurasuche benutze, um Zelda zu suchen? Ich will hier... Ich habe irgendwie die Hoffnung gehabt, dass da noch ein blauer rauskommt. So, dich untersuchen wir. Ja, von mir aus. Da ist Zelda. Da hab sie gefunden. Ist da unten was? Ich will mich... Oh nein. Er ist wieder dekalibriert. Geil, geil, geil. So, einmal hier rüber. Hier seht ihr diese leuchtende Stelle. Komme ich da? Nein, wenn ich in die leuchtende Stelle reinschneide, genauso, bekommen wir eine Kleinigkeit dazu. Hier waren es 5 Rubine, ist ganz nett. Oh, hier spawnt auch nochmal 5 Rubine. Da seht ihr, haben wir die nächste Abkürzung. Die können wir von hier, von dieser Seite aber noch nicht aktivieren. Einmal hier durch. Hier haben wir ein paar mehr Bockblins. Die etwas anderes hier terrorisieren. Was auch immer das ist. Okay, der erste war ja tatsächlich recht einfach und der zweite wehrt sich wieder, ne? Ein Schmuckschädel. Die Nachbildung eines Schädels ist das Symbol der Bockblins. Den normalen hatten wir noch nicht, den goldenen hatten wir schon. Ist auch gut. Das ist gerade schwer, weil meine Wiimote wieder ein bisschen dekalibriert ist. Ah, da kann ich so schlecht gezielt angreifen. Ah. Okay, wunderbar. Das Beste ist nämlich, in eine Richtung anzutäuschen, dann von der anderen Richtung zu schlagen. Weil die nicht so schnell reagieren. So, habe ich hier noch irgendwo... Rubinchen ein. Dann sprechen wir mal mit dir. Mit dem Wesen, das die Bockblins angegriffen haben. Was? Warum ist es plötzlich so ruhig? Jetzt auch noch ein Grün!
Ich bitte dich, verschone meine Wenigkeit, bitte. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine vertraute Aura. Wirklich? So ist es, Gebieter. Ich fühle den Stamm der Kyu, die liebenswerten Bewohner dieses Waldes. Sie sind klug und wissen vielleicht etwas, aber Zelda scheint nicht hier zu sein. Ich weiß nicht genau, weshalb ich ihre Aura spüre. Ich empfehle daher, mit den Kyu zu sprechen. Aber mit den Kyu sprechen, das werden wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.